Herrn Abgeordneter, die Frau Kollegin Oldenburg hatte scheinbar die gleiche Idee wie ich. Ich finde, also das, was Herr Förster hier von sich gegeben hat, ist jetzt nicht von vertiefter Sachkenntnis geprüft, sondern folgter also irgendwelchen Ideologien und Erfahrungen, die er meint, in seiner Kindheit mehr gemacht zu haben. Es gibt heute in der Armutsforschung gibt's einen Ansatz, das ist der sogenannte Verwirklichkeitschancenansatz. Das heißt nichts anderes, wenn Sie sich einen Studenten angucken, der 3 Jahre mit Grundsicherung, also auf Grundsicherungsniveau leben muss, wenn Sie den fragen, bist du arm? Was wird er Ihnen sagen? Wir sagen, nö, eigentlich nicht, mir geht's gut. Also, und der hat eine Perspektive, dass es Ihnen in den 3 Jahren deutlich besser geht. Der wird sich nie als arm bezeichnen. Wenn Sie aber jemanden quasi also befragen, der, was weiß ich, 65 ist, eine Frau, 65, lebt also halt von sozialer Grundsicherung, hat noch eine Lebenserwartung von 20 Jahren. Wenn Sie die fragen, fühlen Sie sich also halt als arm? Dann wird Ihnen sagen, ja, ich bin arm. Ich fühle mich arm, ich habe also halt in dieser Gesellschaft keine entsprechenden Partizipationsmöglichkeiten und so weiter und so fort. Und wenn Sie quasi hier Milieus beschreiben, die Milieus, die Sie beschreiben, die gibt es doch kaum noch. Das ist doch ein heile Weltansatz. Also ich bin nicht ganz so alt wie Sie, aber ich kenne das auch noch, also, dass da große Teile meines Umfelds, das waren alles Leute, also auf meinem Niveau, die Eltern hatten gleichgelagerte Arbeitsverhältnisse, wir besuchten die gleiche Schule und so weiter und so fort. Unsere Gesellschaft ist doch also von Singularisierungs- und von Pluralisierungstendenzen quasi geprägt, die Sie nicht auch wieder einfangen werden. Da können Sie sich nochmal also halt quasi 25 Mal hier hinstellen und Ihr Familienbild zum Besten geben. Also die gesellschaftliche Realität sieht völlig anders aus. Und wenn man sich zum Beispiel anguckt, in welchen Bereichen häufig Kinder geboren werden, dann sind das eher im sozial schwachen Milieu, wo Eltern heute schon also halt Schwierigkeiten haben, letztendlich also halt ihre Kinder entsprechend zu fördern. Ich finde, da ist der Staat gefragt. Ganz klar, ist unsere Überzeugung, da ist der Staat gefragt. Und es gibt eine schöne Untersuchung, die ist schon ewig und 3 Tage alt, von einer Sozialpädagogik-Professorin Traudel-Becher, ich weiß nicht, ob die im Internet noch zu finden ist, die mal geforscht hat im Wohnungslosen- und Obdachlosenmilieu und die festgestellt hat, dass es Generationen, also Ketten gibt von Leuten, die in Wohnungslosenunterkünften leben. Da muss man sagen, die sind nicht da drin, also halt, weil man sie substituiert hat, sondern die sind einfach also halt da drin, weil sie keine entsprechenden Rahmenbedingungen gehabt haben, groß zu werden und ihre Partizipationsmöglichkeiten in dieser Gesellschaft zu realisieren. Und das sind die Sachen, also halt quasi, an denen man arbeiten muss und wo man erkennen muss, wer braucht Unterstützung und wer braucht keine. Und auch das kann man klar erkennen. Ich habe den Eindruck, dass auf der einen Seite diejenigen, die also ihre Kinder ordentlich unterstützen können und die ihre Kinder ordentlich fördern können, der Anteil wird größer. Aber wir haben es auch mit dem Anteil also halt von Menschen zu tun, die dabei Schwierigkeiten haben. Und die muss man entsprechend unterstützen. Und das macht man nicht dadurch, dass man ihnen die Leistung reduziert. Das wollte ich noch mal klarstellend erwähnt haben. Dankeschön. Thank you.